Liebe Freunde und Freundinnen von Ad Astra, herzlich willkommen zu Mars in Zwillinge Teil 2. Ein deutlich kürzerer Teil diesmal. Ich möchte mehr als Anhang zum ersten Teil einige Personen euch vorstellen, einige Männer und Frauen, die in ihren Geburtshoroskopen Mars in Zwillinge hatten, um euch einen kleinen Eindruck von konkreter Verwirklichung dieser interessanten, vielseitigen und weltoffenen Planetenstellung zu geben. Eben Mars in dem Luftzeichen Zwillinge. Eines möchte ich noch mit dazu nehmen in diesem Video, nämlich den Merkur. Das ist der Planet, der zum Zeichen Zwillinge gehört, sozusagen der Herrscherplanet, dass ich diesen Merkur mit einbeziehe. Er ist dann sozusagen der Herrscher von Mars in Zwillinge, also der Planet, der diesen Mars in Zwillinge beeinflusst. Und so könnt ihr jeden Planeten, den ihr in eurem Horoskop oder in anderen Horoskopen genauer untersuchen wollt, nicht nur nach seiner Stellung im Tierkreiszeichen befragen, sondern auch danach, wo eigentlich dann der Planet steht, der ihn beherrscht, der ihn dirigiert, also ihm auch Einfluss verleiht. Und das ist bei all diesen Beispielen sehr spannend und sehr wichtig zu sehen, weil es die Energie Mars in Zwillinge dann deutlich modifiziert. Wir beginnen mit dem Künstler Josef Beuys. Seine Daten seht ihr eingeblendet. Er ist ja eigentlich eine Stiersonne, ebenso Merkur in Stier, aber Mars in Zwillinge. Und Josef Beuys, wie ihr vielleicht wisst, war tatsächlich ein äußerst offener, neugieriger, vielseitiger Künstler, der sich ungern an irgendwelchen vorgefertigten oder festgelegten Strukturen orientiert hat, sondern auf eine relativ spielerisch kindliche Weise immer ganz aus dem Moment wieder neue und manchmal scheinbar etwas verrückte, aber eben auch witzige Ideen sich hat einfallen lassen. Was bedeutet denn dann die Prägung durch Merkur in Stier? Ja, dass eben genau die Natur, das Greifbare, das Sinnliche, das zum Beispiel eben mit allen Sinnen Erfahrbare in der Kunst für ihn eine große Rolle gespielt hat. Und ihr wisst vielleicht, dass seine Lieblingsarbeitsmaterialien lange Zeit Filz und Fett waren, die er in vielen seiner Werke eingesetzt hat, also etwas wirklich mit den Händen sehr interessant Spürbares. Und später hat er in seinem Werk auch zunehmend die Natur selbst, die Pflanzen und die Tiere ganz stark mit einbezogen. Eines seiner größten Documenta-Projekte in Kassel war zum Beispiel das Pflanzen von 1000 Eichen in der ganzen Stadt. Also sehr klarer Bezug hier zum naturhaften Sternzeichen Stier, wo wir Beuys Merkur finden können. Eine Frau, die diejenigen von euch schon etwas näher kennen, die den Wassermann-Video angeschaut haben, ist Angela Davis, eine Philosophin, Professorin, Soziologin, auch eine Revoluzzerin, Kämpferin für die Frauenbewegung. Darin seht ihr also schon die große Vielfalt wieder des Zeichens Zwillinge, auch die stark intellektuelle Prägung, die das Zeichen Zwillinge eben sehr häufig mit sich bringt. Und hier bei Angela Davis, die sich insbesondere für die Rechte der Farbigen in USA eingesetzt hat, dafür sogar im Gefängnis gesessen ist. Da sehen wir jetzt als Herrscher Merkur im Steinbock. Steinbock, ein Zeichen, das sich sehr häufig mit Institutionen beschäftigt, mit dem Staat, aber auch mit Grenzen und Einschränkungen zu tun hat. Denken wir nur an die Saturn-Pluto-Konjunktion in Steinbock letzten Jahres, die uns ja unglaublich viele Grenzen und Einschränkungen gebracht hat.
und immer noch bringt. Aber das nur nebenbei. Angela Davis, also Mars in Zwillinge mit Merkur in Steinbock, und dass sie sich dann hat mit dem Staat massiv auseinandersetzen müssen, dass sie aber auch Maßstäbe gesetzt hat, was für Steinbock typisch ist, das erstaunt uns nicht. Sie war also einige Monate in Untersuchungshaft und das hat dann also geradezu zu einer massiven Krise in den USA geführt. Und sie ist letztlich dann aber auch durch die Hilfe vieler anderer Menschen wieder freigekommen. Machen wir weiter mit einem Mann, nämlich Werner von Braun, der bekannte Forscher, Ingenieur, insbesondere aus der Raumforschung bekannt, Entwickler von Raketen. Er ist geboren am 23. März 1912, 9.15 Uhr in Wirsitz, heutiges Polen. Bei ihm ist der Zwillingsmars ganz besonders wichtig, denn er steht am Zwillingsaszendenten, prägt also sozusagen seine Grundenergien entscheidend. Forschungen, Neues entdecken, sich austauschen mit vielen anderen Technikern und Forschern, das ist natürlich ein besonderes Lebenselixier für den Zwilling. Nun, als Raketeningenieur hat Werner von Braun ganz neue Techniken mitentwickelt, und zwar federführend mitentwickelt. Und das Sternzeichen, das die Initiative liebt, das ganz Neue, das ist ja das Sternzeichen Widder. Und so hat Werner von Braun als Forscher, der in neue Gebiete vorgestoßen ist, ja sogar eben in den Weltraum mit seinen Forschungen geholfen hat vorzustoßen, einen Merkur in Widder. Das Zeichen Widder ähnelt ja sogar einer Rakete. Also insofern sehen wir hier sehr schön die Verbindung von dem durchaus technikfreundlichen Zwillingsmars, der eben auch für Verkehrsmittel häufig steht, mit dem stark antreibenden, feurigen Zeichen Widder. Und Antrieb und Feuer ist ja für eine Rakete absolut typisch. Machen wir weiter mit Catherine Deneuve, eine berühmte französische Schauspielerin. Geboren ist sie am 22. Oktober 1943 um 13.35 Uhr in Paris. Berühmt vor allen Dingen geworden mit dem Film Die letzte Metro, ein Film von François Truffaut, 1980 gedreht. Und Truffaut war ein sehr intellektueller Regisseur, der sehr viel Wert auf geschliffene und ausgefeilte Dialoge legte. Und es geht sehr stark um die Beziehungen zwischen Menschen und wie sie eben verbal ausgetragen werden. Und so haben wir hier die Verbindung Mars in Zwillinge mit Merkur in Waage. Waage natürlich auch Schönheit, Harmonie, Ästhetik, Mode. Catherine Deneuve galt als eine der stilsichersten Schauspielerinnen Frankreichs. Ein Modevorbild, eine Stilikone, könnte man sagen. Eine wirklich klassisch schöne Frau. Aber die Verbindung Zwilling und Waage zeigt sich eben auch, zum Beispiel in diesem berühmten Film Die letzte Metro, in starken Beziehungsthemen, die ihre Filme prägten. In diesem Film geht es zum Beispiel um eine Dreiecksgeschichte. Und die Sprache spielt eine Hauptrolle, denn ihr Mann im Film, der im französischen Widerstand gegen die Nazis kämpft, muss sich verstecken, ist Regisseur eines Theaterstücks, das er aus dem Keller nur hören kann, in seinem Versteck. Und viele Szenen des Films drehen sich dann eben auch um das Besprechen dieser Szenen, bei der Catherine Deneuve als Schauspielerin mitwirkt und sich dann aber in einen Schauspieler verliebt und ihr Mann
beobachtet das sozusagen durch die Sprache und die Worte. Also hier ganz klares Zwillingsthema verbunden mit Sternzeichen Waage. Ein Künstler, noch einmal, ein Maler, Marc Chagall, ebenfalls Mars in Zwillinge, jetzt in Konjunktion mit Chiron. Das heißt, er versucht also die Vielseitigkeit, Offenheit, kindliche Neugier des Zeichens Zwilling auch auf eine heilerische Ebene zu transformieren. Und wer Bilder von ihm schon intensiv betrachtet hat, der spürt diese unglaublich tief bewegende und vielleicht eben sogar heilende Wirkung, die von ihnen ausgehen kann. Marc Chagall, Merkur in Löwe. Das kreativste vielleicht aller Sternzeichen. Gut, das Zeichen Fische ist auch ein aus der Intuition hochkreatives. Das finden wir auch noch bei einem Beispiel. Aber hier haben wir das Sternzeichen Löwe, also ein Mensch, der sich natürlich dann auch sehr gerne selbst darstellt, was Marc Chagall in seinen Kunstwerken ja vielfältigst gemacht hat. Chagall hat übrigens sich auch sehr fürs Theater interessiert, eine Domäne des Löwen, und hat zum Beispiel sehr viel Theaterbilder beigesteuert, also Bühnenbilder. Interessant ist auch noch, dass seine Sonne in Krebs steht, also die tiefen Emotionen und Gefühle, die wir in seinen Bildern, die ansonsten von bunten und vielfältigen Farben und Formen und Figuren nur so wimmeln, aber eben diese tiefen Emotionen, die zeigen seinen Weg als Sonne in Krebs und die Verbindung des eher intellektuellen, verstandesgeprägten Luftzeichens Zwilling mit dem Wasser- und Gefühlszeichen Krebs. Virginia Woolf, die dritte Frau in unserer kleinen Mars in Zwillinge Galerie. Sie hat ebenfalls einen Aszendenten in Zwilling, so dass ihr Wort, Schreiben, Rede, Intellekt besonders wichtig sein dürfte. Und sie war eben nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Verlegerin, Kritikerin, grundsätzlich eine der führenden Intellektuellen ihres Landes und Frauenrechtlerin. Welcher Planet beherrscht bei diesen Interessen den Mars in Zwillinge? Merkur in Wassermann. Also eine doppelte Luftverbindung, die den Intellekt in besonders ungewöhnliche Bereiche führen möchte, die das geistige Interesse eben in größte Vielfalt ausdehnt, auch auf zukünftige Prozesse hinausdehnt. Und das Zeichen Wassermann interessiert sich ja sehr häufig auch für gesellschaftliche Prozesse, für das Zusammenwirken von Menschen, was für Virginia Woolfs Werk sicherlich sehr, sehr prägend ist. Der Mars in Zwillinge ist in der Nähe des Aszendenten dann auch im ersten Haus bei ihr, und im ersten Haus bekommt jeder Planet eine besonders grundsätzliche und wichtige Position, die im Leben möglichst direkt und offensichtlich umgesetzt werden wird oder zumindest werden sollte. Wir haben noch zum Schluss einen Mann, dessen Zwillingsmars beherrscht wird von Fische Merkur. Und das Zeichen Fische finden wir auch noch durch die Konjunktion Zwillingsmars zu Neptun und Venus. Also wir haben sogar hier ein Stellium Mars, Venus, Neptun in Zwillinge. Das heißt, dieser Mann wird sich redend, schreibend oder vielleicht auch noch auf andere Weise mit Kunst befassen, Venus und Neptun, vielleicht auch mit Musik. Neptun prägt sehr, sehr stark esoterische, spirituelle und musikalische Interessen. Und alles dies hat Dane Rudyard,
von dem wir hier reden, getan. Zwillinge oder eben auch der Merkur haben natürlich auch viel zu tun mit dem Namen an sich, weil es ja um das Wort immer wieder geht. Und dein Rudyard ist ein Künstlername, also Daniel Genevier hat seinen Namen geändert und sich einen neuen Namen gegeben, und das entspricht eben auch der Verbindung Zwillinge-Fische. Das Sternzeichen Fische tarnt sich entweder ganz gerne oder es geht eben in esoterische, spirituelle Transformationsprozesse. Und der Name Rudyard ist eben auch entstanden aus Beschäftigung mit dem indischen Sanskrit oder auch der indischen Spiritualität. Denn Rudyard war nicht nur Astrologe, der Begründer der humanistischen Astrologie, sehr, sehr prägend für die ganze moderne Astrologie, sondern er war auch Maler und Komponist. Damit die starke intellektuelle Prägung in Verbindung mit Fische oder Neptun. Merkur in Fische empfängt ja gern quasi höhere Botschaften und setzt sie dann gerne künstlerisch um, und das haben wir im musikalischen Werk von Dane Rudyard. Später aber hat er sich immer mehr auf Tiefenpsychologie und Astrologie und spirituelle, auch okkulte Themen geworfen und sehr viele Bücher zu diesen Themen geschrieben, die, von denen eigentlich jeder Astrologe einmal eines gelesen haben sollte, auch wenn sie nicht immer ganz leicht verständlich sind. Auch das typisch für Merkur in Fische. Aber er war auf jeden Fall ein Vielschreiber, der ein unglaublich weites, offenes, vielfältiges Werk geschaffen hat. Alles genau das, was der Mars in Zwillinge liebt. Ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr zwillingshaft eure Gedanken, euren Geist in Bewegung gebracht habt, und wünsche euch weiterhin viele interessante, originelle und spannende Bewegungen in eurem Leben, auch wenn in der Außenwelt manches stillzustehen scheint. In unserer Innenwelt muss das eigentlich nie der Fall sein. Viel Spaß daran, viel Freude dafür. Tschüss.